Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Khatum. Minecraft Life in the Woods. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Will ich mich jetzt verarschen oder was? Na okay, dann nehme ich dich auch noch mit. Nur weil du es bist. Liebe Bienchen, komm mit. Komm mit nach Hause. Da hab ich dir gut und da ich viel. Ja, weil ich dir Bescheid. Müssen aber. Bis man einen dritten Bienenkorb bauen, ja, das leckt mich doch am. Guck mal da, guck mal hier, guck mal. Guck mal da. Guck mal, was ist das? Was soll das hier? Willst du mich verarschen oder was? Das ist ja nicht normal hier. Das ist, weil ich Mobbing dritten Grades oder was? Ja, ich will ja nicht die ganze Zeit hier rumlaufen und will, hey, gucken, wo, nach oben gucken, wo die Bienenstöcke sind, ne? Nee, was haben wir denn hier? Wilder Reis, mitgenimmt, aber sofort. Sonst, ne, wird so weggeschabert. Komm her. Wo bist du denn? Ei, wo bist du denn? Schon eingesammelt? Ne. Was? Hä? Nein! Nein! Ach, komm! Nimm doch mit hier, das Driss. Wieso hat er denn eins mitgenommen und das andere nicht? Ist das. Achso, die kann nicht gestapelt. Ja. Ach so, vielleicht so. Mhm. Nein, 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 nein. Dann lieber mit dem Atlas. Aber so eine Spitzhacke ist doch. Ja, wertvoll, nicht? Ja, ja, ja. Komm. Ja, da kommen wir jetzt nicht dran. Da haben wir zu kurze Ärmchen für, oder was? Jetzt hab ich das verarscht. Komm jetzt hier dran. So, genau so. Mhm. Und schwupp, fällt sie runter. Wo genau? Das sagt sie nichts. Ne? Also. Hallo? Hallo? Was bist du denn? Ach, ja. Noch ein paar Wünsche hier. Sie springt, statt sie nach oben runterfällt, fällt sie irgendwo hoch. Das ist, ja, genau so macht man das. Was ist denn eigentlich da noch drauf? Die Hunde, ja. Die Hunde, dafür brauchen wir aber Knochen. Knochen und Zombiefleisch, dann. Das sind zwar keine Tiere, die man sich zwar halten kann, aber nicht essen kann, die Hunde. Och, naja, nicht wirklich. Poison Ivy. Poison Ivy. Gift Efeu. Was haben wir denn noch? Achso, das sind unsere normalen Marker, ja. Was sind das denn eigentlich alles hier? Siedlung. Ja, okay. Schon nichts gesagt. Ich war wieder mal zu energisch, hier die Karte aufzudecken. Ja. Da ist auch irgendwas in den da weißt du Bescheid, in den Siedlungen, was wir noch mitnehmen sollten, glaube ich. Was ist hier drin, weißt du Bescheid? Zauber. Ist hier vielleicht irgendwas, was wir noch brauchen können? Ne, das sind glaube ich Datteln, ne? Ja, Date. Ich will aber kein Date mit einer Dattel. Mann, die schmecken kacke. Ich mag zwar so gerne Trockenfrüchte, aber das sind. Die schmecken nur nach Zucker, wenn sie da. Also so wie ich sie gegessen habe und. Ja. Das ist nicht so mein Geschmack, ne? Verstehst du mich? Haben wir eigentlich. Ja, wir haben die Tasche dabei, ja. Das hat uns einiges erspart, naja, egal. Es Loch, was hier alles drin ist. Ach ja, ja, Jo. Irgendwo haben wir angepflanzt, ne? Wenn nicht, dann machen wir das gleich noch.
wenn wir das so wollen. Da haben wir noch Mehl und... Wir gehen schon wieder in die falsche Richtung. Ist es denn die Möglichkeit? So, jetzt aber. Ja. Ist es denn die Möglichkeit hier? Was soll das denn hier für ein Driss? Das ist so dicht bewachsen, dass du nichts mehr, dich nicht mehr bewegen kannst. Wenn du einen falschen Schritt machst. Das ist aber nicht so, also cool, gut oder was, ne? Ich glaube, hier sind wir in der Nähe von Tod steht. Ne, da hinten ist irgendwo Tod, steht im Hut, aber der, wo der Totenkopf ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht. So. Alles tote Bäume. Tote Bäume, ne? Nee, so laufen wir falsch. Was ist denn hier? Guck mal hier. Einfach ein paar Schienen. Ohne Grund oder was? Ja, bau sie doch ab, mein lieber Junge. Wir müssen doch irgendeinen Grund haben, oder kann man hier einfach so Schienen hinbauen oder so? Was ist das hier? Rosa Granit. Ja, das ist, ja, schön. Ist das. Also haben wir ja, ist hier einfach nur und so. So, was ist das denn hier? Busch, Orchidee. Mhm. Tun wir erstmal die Bähnchen hier rein. So. Gut, haben wir jetzt drei Schienen und wir sind starving. Was kann man denn eigentlich hier? Kann man diesen wilden Reis essen? Nein, was ist irgendwas? Keine Ahnung. Kann man die Körnchen hier essen? Bitte. Das wäre sehr nett. Nein, auch nicht. Die wilde Karotten, aber die kann man doch essen, oder? Oder wird man da... Ja, komm. Die finden wir irgendwann nochmal. Ne? Wir sind ja, wir hören ja jetzt nicht gleich auf und dann war's das. Tell me, wollen wir ja noch weitermachen. So, what is denn hier? Wohin? War schon richtig. Zumindest sind wir jetzt erstmal hungrig. Ach ja, pass auf. Pass auf, Junge. Karton. Ach, Kokumba, Zucchini. Zucchini. So in etwa. Dann machen wir da direkt mal alles weg, ne? Also die Fackeln, die wollen wir mitnehmen vielleicht. So. Dann eine Kokumba, eine Gurke. Und eine Zucchini. Zucchini! So. So, jetzt brauchen wir doch mal eine Fackel wieder. Haben wir kein... Was ist das Gelbe hier? Abpachen! Zwergmistel! Jo, brauchen wir nicht, ne? Sieht irgendwie, weiß ich, wie verdörrtes Gras aus. Jo, da waren wir ja, da sind wir ja vorbeigekommen. Jetzt gleich können wir einfach geradeaus gehen.
Mei. Ich glaube, jetzt kann man schon geradeaus gehen. Dann kommt gleich irgendwann die Siedlung. Erstmal die Hunde, dann die Siedlung. Und dann unsere Gedönste. Da kommen die Hunde, man hört sie schon. Der Hunde, ne? Der Bodo, hallo. Kann man euch sonst mit irgendwas bestechen, vielleicht? Vielleicht mit einem Leder oder so? Ja? Happy, happy, hallo? Ne? Schmeckt dir nicht? Möchte vielleicht so ein Kürbis hier, so ein Kürbis? Oder magst du kein Fleisch? Hallo? Ne, da sind sie direkt allergisch gegen. Algerisch. Gut, dann. Guck mal, ach so, wegen den Schweinen sind sie da hingegangen. Ach so. Oh, 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 nein, bitte nicht. Bitte nicht vor den Kindern hier. Rindern, Schafen, Schweinen, Entschuldigung. Gleich habe ich sie. Alle. Durch. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ach so. Ich riese die Zwartolzatze. So, jetzt sind wir gleich in der Nähe vom Dorf. Vom Village. Village. Ah, hat nur das Gestrüpp gefehlt. Ah, klar. Was ist das hier? Aprikösschen oder was? Ne, Papaya. Papaya. Papaya, Papaya. Ja, super. Dann müssen wir die direkt mitnehmen, wohl. Papaya. Die schmecken zwar immer so. Naja. Ich weiß es nicht. Die schmecken halt einfach so. Und nach nichts irgendwie. Die muss man erst wieder zuckern. Naja, zumindest. Man ist immer verwöhnt. Wenn man hier Joghurt mit Papaya oder. Hier Mousse mit Papaya oder was. Und das ist immer so zuckersüß und wenn man dann die Frucht sich an sich isst, dann. Dann, ja. Dann ist man immer enttäuscht, weil die dann nach nichts schmeckt. Da ist die Axt. Die könnte man gut gebrauchen, ne? Normalerweise sehen die ein bisschen farbenprächtiger aus, die Papaya. Falls ihr die kennt. Ich glaube, hier geht das nicht. Dann setzen wir mal hier eine Fackel hin daneben. Warten, bis ein Sapling runterfällt. Und dann kann man direkt. Müssen wir den hier auch noch wegmachen? Wir machen den einfach mal zur Sicherheit auch noch weg. Was ist das denn hier für ein Holz? Fichtenholz. Naja, okay, kann man gebrauchen. Ist nicht schlimm, wenn man das mitnimmt, ne? Nimmt. So, haben wir jetzt einen Zeppling schon? Wir haben gar keinen Platz für einen Zeppling. Das kann man nicht essen, also kommt das weg. Oh, Raisin. Rosinen. Oh, kann man auch Rosinenbusch oder Baum machen? Hm, ich bezweifle es nicht. Pack Kapokduft. Kapokduft. So, Raisin. Sind doch Rosinen, oder? Vegan Options. Ja, ja. Schön. Ich weiß nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute da irgendwie so das essen, aber sollen doch bitte keinen mit auf die Nüsse gehen. Hier ist wieder Resin. Ist das an den Tropenbäumen wachsen auch Rosinen oder? Oder vertäusche ich mich da vielleicht? Ja, das wollen wir nicht. So, jetzt machen wir direkt hier mal so einen Papaya-Baum. So, wunderbar. Und dann kommt hier der 10 Sand weg, der kann weg. Und wenn jetzt hier noch eins runterfällt, dann ein so ein Zeppling gedöns, dann gucken wir mal, ob wir auch einen Raisin Bau machen können. Wäre nicht ganz so verkehrt, ne? Glaube ich. Oder. Kann man da keine Bäume. Warte mal, guck mal einfach mal. Wie heißt das Zeug denn?
So, Raisin. Fichtelschachtel. Feuer. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur für einen Trank, Raisin, oder... Oder ich schreibe einfach mal hier Rosinen rein. Ich weiß es nicht. So, jetzt sortiert er wieder das Ding hier. Anscheinbar. Ja, komm. Geh mal hier auf. Kapoktuft. Ich will doch noch einen scheiß Sapling noch haben. Bei der Fress. Oder wächst der an den Fichtenbäumen? Was natürlich doof wäre, ne? Oder ist Raisin, ist das Harz oder? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Vegan-Option, ne? Dann kann man es ja eigentlich essen, oder? Eine vegane Alternative zu, keine Ahnung, Rosinen, die fleischliche Komponente dazu wäre Gulasch? Ich weiß nicht, oder gehacktes oder. Naja, vielleicht kann man da doch mal irgendwie einen Busch draus machen. Ich weiß es nicht. Pilz. Ein einfacher Pilz. So, jetzt kommt gleich die Siedlung irgendwann. Warte mal, wir zoomen mal ein bisschen hier raus. Und verfolgen uns selber. Und es wird schon wieder hell. Wunderbar. Und wir haben einen neuen Baum, ne? Papaya-Baum. Den wir direkt bei uns in der Nähe hinpflanzen werden. Und, ja. Das ist ja wunderbar. Nur den sollte man nicht über den Stall dahin drapieren. Da haben wir. Was haben wir denn da? Ne, da sind nur gelbe Büsche. Gelbe Büsche. Die brauchen wir nicht, ne? Oder? Gelbe Büsche. Und Moos ist das eher, glaube ich, ne? Oder? Was ist das hier? Moos hier. Das ist so nötig wie sonst jetzt, weil das kannst du nur, da kannst du dann bemooste Cobblestone machen und ich meine, naja. Es gibt auch natürlich, und da brauchst du ganz viel von den Moos dann, um einen Stein herzustellen. Dann gibt es dann noch so Algen oder was, die am Wasser wachsen. Ja. Also ich brauche das nicht. Sag ich mal so. Mal wirklich nicht noch ein Zeppling, wo man das damit irgendwie verknüpfen können. Naja, gucken wir bei uns in der Nähe, ob da noch ein Truppenbaum rumfliegt. Und dann bauen wir uns gleich hier so eine Sense. Ich weiß, die ganze Folge haben wir jetzt wieder fast verbraucht, um wieder zurückzukommen. Naja. What soll it, ne? Ist wie es ist und es hat noch immer gut geht, ne? Und ich habe die neue Funktion, also ich habe hier zumindest die Funktion rausgefunden, wo man dann so zoomen kann. Ich habe gedacht, dann geht vielleicht die Schrift da unten weg und man könnte gut Bilder machen, aber also Thumbnail gedönst, weißt du? Aber, nee. Leider nicht. Leider nein. Ich weiß nicht, ob ich die Textil Garden überhaupt haben möchte. Ich weiß noch nicht mal, was man damit machen kann. Ist das eine Alternative zu Schafswolle oder... Ich weiß es nicht. So. Was haben wir denn hier? Höhle Möhle kann man auch wegmachen. Wir haben ja jetzt einen direkten Zugang zur Höhle. Also wenn man jetzt Eisen oder
Diamanten oder was brauchen, dann ja, haben wir das. Da brauchen wir uns dann keine Gedanken mehr darüber zu machen. Haben wir nichts zum Futtern, doch die Rosinen oder die Papaya, aber... Na, gucken wir mal. Erstmal mal eine Papaya. Aber nur eine, nicht zwei. So. Ja, das hilft schon mal ein bisschen. Eine Raisin, eine Rosine. Wie, das kann man nicht essen. Also ist es Harz, oder? Vegan Options. Raisin, 5. So, Moment. Hier, wie heißt das Zeug denn nochmal? Was ist denn Raisin? Ist das Harz oder... Tja. Ach so. Ja, ist Harz. Okay. Alles klar. Gut, dann weiß ich nicht, was wir damit machen. Das sortieren wir auf jeden Fall ein, aber... Naja, ich habe gedacht, es wären Rosinen. Naja, okay, keine Rosinen. Das ist Harz. Harz. Ne? Ja. Kann man nichts machen, ne? Vielleicht finden wir irgendwo nochmal Rosinchen oder wir können selber Rosinen herstellen oder so. Wenn wir die Trauben da fermentieren oder so. Ich weiß halt nicht, hier sind die Kühe nicht größer geworden, weil wir 3 Tage entfernt waren. So, dann kann man ja jetzt schon mal den ersten Baum da wieder hinstellen und dann kann man, kann man den anderen Sachen da weg. So, und dann kommt das jetzt hier hin und dann, ja, müssen wir warten, bis es wächst. Nee. In der Zwischenzeit. Nee. So. So, dann sortieren wir das wieder ein. Und dann machen wir mit der Erde weiter. So leid es mir tut, aber leider müssen wir das machen. So, was haben wir hier? Mal noch, aber nichts frei. Was ist das denn da unten? Schwarzpulver? Ja, die scheiß. Haben wir keinen Platz mehr jetzt oder was in dem Inventar? Dann guck mal hier die. Gut. Ich wollte die doch da raus haben, meine Güte. So. Hier. Hier, komm. Wo ist das denn hier? Die. Oh, so. Wie, da haben wir noch mehr von? Was ist los? So. Ich fall jetzt hier den scheiß Hanf daraus. Was? Ich hab, ja, ich glaube, die falsche Taste gedrückt. Alles klar. Dann tun wir mal den Raisin da rein. Den Harz. So. Und für die Früchte haben wir ja hier. Ich würde jetzt hier nicht Zeppling und dies und jenes, sondern ich würde einfach die Früchte einsortieren, so wie ich das gerne will. Und ja. So, den Baum haben wir hier hingestellt. Ja. Wir sind wieder am Starven, also müssen wir uns irgendwas rein. Pfeifen wieder. Ja, das war sehr schlau, ich weiß. Ja, du kannst zwischendurch, kannst du dir ruhig eins genehmigen, aber ich wollte vielleicht erstmal das ganze Feld abernten, damit der Junge zwischendurch was essen kann. Brokkoli kann man auch roh essen, aber kommt drauf an, wie alt er ist, würde ich mal behaupten. Warte mal. Naja, da brauchen wir trotzdem. So, weißer Kopfbockduft kann man da herstellen.
Dann haben wir das auch schon mal gezeigt. Also so eine vegane Art, Wolle herzustellen. Wenn man total plemplem im Kopf ist, oder was ich. Das gehört doch einfach dazu, oder vertue ich mich da vielleicht? Weiß ich ja nicht. So, was haben wir denn hier in den Tisch reingetan? Moment, und... auf welches liegt das? Auf 7, ne? So, da haben wir ganz viele Bienchen drin. Die kann man gleich eine einfüllen da hinten. So, hier den Flachs, den Steine tun wir alle mal weg hier. Das. Eigentlich bis auf die Erde. Könnten wir da alles reintun. Was alles da reinpasst. So. Das Tee und das Leder und das Holz und ansonsten, ja. Bricht das ja auch ich jetzt, ne? Dann machen wir noch den Rest auf und dann können wir unsere Taschen wieder voller Erde machen und können weiter. Naja, wir sollten noch mal was essen, ne? Dafür waren wir ja auf dem Feld hier. So, wieder voll. Wunderbar. Und ja, dann mal weiter hier im Text. Ja, hier gewächst und gedeiht alles. Was ist das? Tee? Chili, ne? Ne, ja komm, da nicht den Ackerboden. Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ne? Vielleicht kann man dann sogar die Tunte, ja. Ja. Natürlich. Nein, hier, die Truhe abbauen, so. So war das gedacht. Ja, ich glaube, da. Hammer Glück. So. Kann man die sogar mitnehmen in the Tech? Nee. Das geht so nicht. So. Nehm mit. Und dann. Ja. Müssen wir das jetzt leider machen. Wird nicht. Ja, auf dem ganzen Holz, was wir jetzt dabei haben, machen wir demnächst auch noch ein paar Zäune und so. Damit wir die separieren können. Und damit man noch Schweine und Hühner haben können. Oder hier, weiß ich, züchten können. So. Damit wir dann ab und zu mal ein bisschen Huhn haben, ein bisschen Fleisch und ein bisschen Schafswolle, ein bisschen Leder und. Weiß ja Bescheid. Wir haben hier gerade 2:15, wo ich das aufnehme, aber so schlimm fühle ich mich bis jetzt noch nicht. Fühle mich so generell nie schlecht, nachdem ich alles aufgenommen habe. Aber jetzt rendern tue ich sie jetzt nicht. Das mache ich dann morgen ganz im Pro. Ich habe das jetzt gemacht, weil ich morgen noch Witcher aufnehmen möchte, wenn das richtig funktioniert. So wie ich mir das denke. Dann kann ich das nämlich gleichzeitig raushauen. Das eine später, das eine früher. So, jetzt kann man auch mal hier schlafen gehen. Das wäre nicht so verkehrt. Und dann können wir auch langsam die Folge beenden, ja. Und dann können wir beim nächsten Mal dann der Papaya-Baum gewachsen. Okay, ich hatte jetzt Grayson gedacht, das wäre Dingsbums, Rosinen, aber naja. Was soll das? Ich kann mir nichts machen. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer
Dragon Soul, ciao!